So, guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Hannover 96. Ich begrüße ganz herzlich die Gäste aus Hannover, die Trainer André Breitenreiter und Dieter Hecking, unsere Gäste oben in den VIP-Räumen, die zugeschaltet sind, wie immer. André Breitenreiter, bitte Ihr Statement zum Spiel. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an Dieter und die Borussia zu einem verdienten Sieg. Wenn man bedenkt, wie wir heute ins Spiel reingekommen sind, dann hat man das Gefühl, dass so eine schnelle Führung nach einem tollen Angriffsmuster, wo wir unsere Möglichkeiten auch gesehen haben, Halbraum, Ball auf Fülle und dann den Rücken rein der Viererkette, schnelles Tor zu erzielen nach 22 Sekunden, wie ich gehört habe, dann verleiht das eigentlich Selbstbewusstsein. Aber wir haben natürlich dann auch schon gemerkt oder gesehen, in welcher Verfassung die Borussia ist. Spielstark, spielfreudig, selbstbewusst, leichtfüßig, lassen sich auch von einem schnell 0-1 nicht verunsichern und gehen sofort nach vorne und attackieren. Bekommen ein schnelles 1-1, wo wir einfach zu passiv sind, wo wir in der Box auch zu weit eingerückt sind und dann ja der Qualität vom Thorgan Hazard nichts entgegenzusetzen haben, der den Ball auch dann eiskalt in den Winkel einschiebt. Das Spiel hat sich danach etwas beruhigt. Wir haben eigentlich kompakt verteidigt, auch wenn man nicht alles verteidigen kann, haben wir es eigentlich ordentlich gemacht. Wir haben gerade über die rechte Seite durch die Schnelligkeit auch vom Noah immer wieder Möglichkeiten gesucht, um auch hinter die Viererabwehrkette zu kommen. Da gab es schon auch die ein oder andere brenzlige Situation, wo wir nicht final abgeschlossen haben. Und ja, dann gibt es diesen furchtbaren Zusammenstoß vom Matthias Ginter und vom Noah. Dann kann man einfach nur hoffen und wünschen, dass es beiden schnell wieder gut geht. Das sah furchtbar aus, beide mussten raus. Diagnose zumindest von Noah kann ich noch nicht genau stellen, aber eine Platzwunde und Gehirnerschütterung ist es auf jeden Fall. Wir bekommen danach ein 2-1, was in der Form natürlich nie passieren darf. Ist leider ein Spiegelbild für unsere Auswärtssaison, sage ich mal, wo wir eigentlich oft ganz gut im Spiel drin sind, wo wir Möglichkeiten haben, Spiele für uns zu entscheiden, ermöglichen wir dem Gegner viel zu leichte Gegentore. Das war beim 2-1 auch der Fall. Im Grunde resultiert das Tor aus einem Pressschlag. Wir schieben die Verantwortung weiter, kippen nicht ab, laufen nicht mit, verlassen uns auf den Torwart, der nicht kommt. Und so war das dann eine Verkettung von Fehlern, die zum 2-1 geführt haben. Hat nach der Pause, und wir wollten uns das vornehmen, abzuschütteln und weiter unsere Momente auch zu suchen, fällt das 3-1, ähnliches Tor, wieder zu spät abgekippt, dann nicht im Zweikampf gestellt. Natürlich verwertet Lars Stindl den Ball super, aber ist auch völlig frei. Ja, und so war das Spiel da eigentlich schon entschieden. Vierte Tor auch Schnittstellenpass, auch nicht abgekippt. Und das sind Momente, die natürlich die Borussia gut gespielt hat. Klar, dass sie dann immer spielfreudiger werden und einfach stark sind und zeigen, warum sie ja jedes Heimspiel, ich glaube, die letzten 8 oder 9 jetzt gewonnen haben. Aber von unserer Seite aus einfach auch viel zu einfach ermöglicht, die Gegentore. Und das trainieren wir zwar intensiv in den letzten Wochen immer wieder, aber es gelingt uns nicht, in den Spielen abzustellen. Und das heißt, weiter daran arbeiten und es beim nächsten Mal besser machen. Dankeschön. Dankeschön. Dieter, wie hast du es gesehen? Ja, ich denke, André hat es gut analysiert. Wir waren natürlich, oder das sollte nicht zur Gewohnheit werden, dass wir nach 20 Sekunden in Rückstand geraten. Das wird nicht immer gut gehen. Aber zeigt vielleicht auch im Moment wirklich, was der André sagt, unsere Verfassung, dass wir das kurz geschüttelt und dann den Faden aufgenommen fürs Spiel. Natürlich hilft es dann, wenn du relativ schnell den Ausgleich erzielst. Dann weißt du, dass die Qualität da ist. Dann weißt du, dass das, was man im Vorfeld des Spiels besprochen hat, dass das, wenn es umgesetzt wird, auch funktionieren kann. Wir wussten, dass Hannover natürlich auf die Schnelligkeit auch gerade auf den beiden Außen setzt, auf Niklas Füllkrug, der wieder mit seiner Präsenz vorne drin natürlich immer ein guter Anspielpunkt ist für Hannover. Jetzt haben wir ein bisschen Probleme gehabt, das müssen wir kritisch anmerken, haben wir es dann aber mit zunehmender Spieldauer immerhin besser in den Griff bekommen. Klar, der Zusammenprall, ne? Ich kann zur Verletzung von Matthias noch nichts sagen, das ist vorab, wer ist noch im Krankenhaus, sieht allerdings nach einer Gesichtsverletzung aus. Müssen wir abwarten, was jetzt genau bei rauskommt, aber auch von meiner Seite erstmal an Sarensen Basé auch gute Genesungswünsche. Ich glaube, es war ein unglücklicher Zusammenprall, da kann keiner was für. Ja, schade, dass beide runter mussten. Umso wichtiger natürlich, dass wir vor der Halbzeit das 2-1 machen.
ja, egal wie es dann zustande kommt, Michi Lang ist torgefährlich, hat super abgeschlossen dann diesen Ball. Und zweite Halbzeit, wir wollten aufs dritte Tor spielen, ist uns dann hervorragend gelungen. Ich denke, wieder eine sehr, sehr gute Aktion von dem für mich besten Spieler auf dem Platz, Thorgan Hazard, vorbereitet. Ja, der es wirklich klasse macht, Julian Korb vor richtig Probleme gestellt hat heute, dann den Überblick noch hat Lars, den wir mit Beginn der zweiten Halbzeit aus dem Mittelfeld haben spielen lassen, um eben auch diese Überraschung zu haben, dass der Lars mehr aus der Tiefe kommt. Das hat wunderbar in der Szene funktioniert. Dass Dennis dann noch das vierte Tor macht, war dann noch die Krönung natürlich. War insgesamt, denke ich, ein absolut verdienter Sieg. Die Mannschaft macht vieles richtig im Moment. Jetzt geht es allerdings darum zu gucken, ja, wie gehen wir das Spiel in Leipzig an. Ich glaube, da werden wir auf Herz und Nieren geprüft, wie gefestigt ist alles, wie gut sind wir wirklich. Ja, ich glaube, das kann ein tolles Spiel werden nächste Woche Sonntag. Freuen wir uns drauf, wollen natürlich auch da versuchen, möglichst zu gewinnen. Ja, aber das sind jetzt die Spiele, da werden wir zeigen müssen, wie gut sind wir. Im Moment sieht es sehr, sehr gut aus, macht Spaß, der Mannschaft zuzugucken in der täglichen Arbeit. Und deshalb bin ich natürlich froh um die Situation, die sich jetzt darstellt. Danke. Danke, Dieter. Gibt es Fragen an die Trainer? Bitte ich um Handzeichen. Achim Müller für den Express. Hacking, in Mitte der zweiten Halbzeit haben die Fans angefangen zu singen, Deutscher Meister wird nur der VfL. Ist das zu viel Euphorie oder ist das realistisch? Ich weiß nicht. Ich habe nicht in der Kurve gestanden. Ja. Wenn ich da gestanden hätte, hätte ich das vielleicht mitgesungen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, erstmal sind wir doch alle froh, dass wir so Fußball spielen, wie wir gerade im Moment Fußball spielen. Ich glaube, jeder, der uns spielen sieht, hat Spaß daran zuzugucken. Wir machen Tore, wir wollen immer nach vorne spielen, das ist wirklich gut. Aber was ich eben gesagt habe, wir werden jetzt geprüft werden, die nächsten Spiele bis Weihnachten. Und dann wird man gucken. Und ich glaube, dass nach wie vor Borussia Dortmund im Moment auch von der Kaderqualität und allem über den anderen ein bisschen steht. Die Bayern wackeln, klar, aber auch die haben eine enorme Qualität. Und dahinter sind halt jetzt 3-4 Mannschaften, die es richtig gut machen dieses Jahr mit Leipzig, Frankfurt, Hoffenheim, wir. Ja, und da schon mal dabei zu sein, ist, denke ich, schon mal ein deutlicher Schritt nach vorne in diesem Jahr. Und wenn die Fans das singen, das zeigt doch nur, dass sie zufrieden sind mit unserer Arbeit. Und das stimmt. Stimuliert uns, und so sollten wir das erstmal angehen, das Ganze.